mit der Ball. Zum Anstoß bereitgelegt. Egal wie das hier ausgeht. Die Mühlis haben jetzt schon ein überragendes Turnier gespielt. Aber sie haben die Fähigkeit, sie haben die Chance, hier richtig weit zu kommen. Und der erste Schritt wird jetzt gemacht in diesem Achtelfinale. Viel Spaß! Die Berliner mit dem Spielaufbau. Vorne schieben. Die Mühlis wieder mit Lukas Hartmann und Alexander Nobbe. Den bewährten Block aus dem ersten Spiel. Jetzt auch wieder zurück im Tor. Alex Berner, der Kapitän der Mühlgrasauswahl, der heute Morgen noch geschont wurde. Und jetzt in den Kasten zurückkehrt. Seine Vertretung Jan Strate und Tosloh aber auch ein tolles Spiel gemacht. Gegen die Bayern. Das ist Niklas Bobe. Gestern zweifacher Torschüsse. Das ist sein Spieler Marc Bischoff. Jetzt haben die Berliner im Angriff. Das Dribbling. Und da wieder ein wichtiger Ballgewinn von Bobe. Berlin bleibt aber am Ball. Silva. Der Ball jetzt quergelegt. Daraus Schnauber ran. Jetzt ist Anschuss. Und Berner ist den Ball. Und hat ihn sicher. Und bringt erstmal Ruhe in das Geschehen. Jetzt muss das schnelle Umschaltverhalten kommen. Der Schlüssel der Mühlis bisher war eine tolle, engagierte Verteidigung. Klares Defensivkonzept von den Trainern Meisenberg und Zwingmann. Jetzt Lukas Hartmann an der Bande gegen Berlins. Anthony Rotzen, auf den man auf jeden Fall aufpassen muss. 5 Tore hat er gemacht in der Regionalliga für die Berliner. Und auch hier beim Turnier schon genetzt. Klasse Distanzschuss. Wieder von Niklas Bobe, der von hinten sich immer mehr zum Torjäger der Maus hat. Gestern, wie gesagt, schon zweimal erfolgreich. Und das ist eben das Schöne. Diesen frech, diesen mutig, diesen selbstbewusst. Sie wissen, dass sie nichts zu verlieren haben. Und legen ihr Herz hier wirklich auf die Platte. Macht richtig Spaß dieses Jahr, diesen Mühlis zuzugucken. Jetzt die Berliner wieder. Da ist Rotzen. Gleich gedoppelt. Alex Nobbe gewinnt an dem Ball. Das ist Hartmann. Dem Schussversuch gegen die Bande. Nobbe hat die Kugel jetzt wieder. Vom FC Preußen Espelkamp. Auf Mannschaftskamerad Alex Berner. Bischoff. Berner. Bobe. Schön wieder gespielt. Bischoff. Das ist Nobbe. Verliert den Ball da an der Bande. Und jetzt wieder das Umschaltverhalten zurück. Und der Ball gewinnt wieder für die Mühlenkreisauswahl. Links wäre jetzt Platz und frei. Und der Schuss geht ganz knapp daneben. Lukas Hartmann. Aber auch da, sofort, Ballverlust, Umschaltverhalten, Gegenpressing, Ballgewinn und sofort der Abschluss. Zielstrebig, konsequent. Nicht zu vergleichen mit dem letzten Jahr, wo die Mühlis die wesentlich besseren Einzelspieler hatten, aber es nicht geschafft haben, taktisch so diszipliniert aufzutreten, wie jetzt. Das hatte Guido Meisenberg ja auch schon gesagt, jetzt wieder der Ballgewinn. Da ist wieder Hartmann an den Pfosten. Auch hier rotzfrech abgezogen. Jetzt schon wieder klare Chancenplus für die Mühlis. Schade, da verpasst Hartmann mit dem langen Bein. Jetzt der Wechsel bei den Mühlis. Jetzt ist
René Freimuth drauf. Hussein Toko, der Techniker. Vorne drin, Maximilian Koch vom SV Kunhausen-Totenhausen. Außerdem hinten. Und dann der Torschütze auch von heute Morgen. Kevin Brinkmann von Kunhausen-Totenhausen. Es ist wieder die Blockbildung bei den Mühlis. 5 Spieler vom Preußen-Espelkamp, 4 aus Kunhausen. Natürlich in der Landesliga diese beiden Vereine aktiv, zusammen mit Arminia Bielefeld. Die Preußen sogar einen Platz vor Arminia, Kutnausener einen dahinter. Aber auch Eidinghausen, Werste, Tuslohe und 2 Spieler vom SOS Holzhausen sind dabei. Luca Lamasik und Tobias Meyer. Jetzt die Berliner mit dem Angriff, aber auch da wieder dazwischen. Hellbach, die Defensive, lassen da wenig zu. Das war wieder ein starker Ballgewinn da. Jetzt mal ein bisschen Platz für die Berliner. Aber dann der Ballgewinn. Das ist Toko, der den Ball verliert. Jetzt die Berliner mit ein bisschen Platz. Und das war dann natürlich stark gespielt. Julius Kade liegt da quer auf Paul Dardai. Da waren sie einmal nicht richtig wach. Aber kein Grund zum Wetter. Gegen Hamburg und auch beim Sieg gegen Bremen haben die Mühlis jeweils mit 0:1 hinten gelegen. Sind geduldig geblieben und haben das Spiel dann gedreht. Und auch das traue ich den Jungs hier zu. Chancen hatten sie schon. Und sie werden sich weitere erspielen, wenn sie ins Ziel genauso durchziehen. Freimuth verliert den Ball da etwas unnötig. Paul Dardai. Da müssen sie jetzt eng sein. Da müssen sie den Körperkontakt herstellen. Um die Berliner dann nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Hussein Toko. Und das klappt und wieder der Pfosten, der Nachschuss. Zweite Mal Aluminium. Pech für die Mühlis. Im Spiel. Dieses Quäntchen Glück, das muss jetzt natürlich auch dann wieder zurückkehren. Die machen das nach wie vor. Richtig, richtig gut. Jetzt der lange Ball auf Freimuth, aber dann pflückt sich Keeper Schenkenberger die Kugel runter. Berlin baut auf. 7 Minuten noch zu gehen. Ein Tor wäre jetzt wichtig, um die Halle auch nochmal mitzunehmen, um sie aufzuwecken. Freimuth war da ein bisschen ungestüm, deswegen Berliner Platz. Und dann ein Fuß dazwischen. Jetzt der Blockwechsel, richtige Entscheidung. Der erste Block hat mir besser gefallen. Defensiv etwas stabiler und nach vorne hin nicht ganz so fehlerbehaftet. Jetzt geht's wieder los. Mit Bischof, mit Bobe, mit Lukas Hartmann und Alex Nobbe. Der versucht hier an diesen Ball zu kommen. Jetzt auch Wechsel bei den Berlinern. Jetzt stehen sie wieder tief. Jetzt haben sie es wieder geordnet. Sind abgewichen zum System der letzten Jahre, als es eine klare Manndeckung gab. Machen das jetzt wesentlich kompakter. Ist natürlich mehr Laufarbeit erforderlich. Aber wenn man die nicht hier leistet gegen solche Gegner, wann denn dann in seinem Leben? Jetzt wieder der Ballgewinn für die Mühlis. Klasse Drehung, das war gut gemacht von Lukas Hartmann. Fehlt auch ein wenig das Glück in der Verarbeitung. Diese Ballgewinne sind der Schlüssel, um dann auch zu Chancen zu kommen. Das war klasse durchgespielt. Jetzt frei vom Tor und dann das 0:2.
es reicht dann den Berlinern noch zwei Chancen. Mehr hatten die ja gar nicht, um dann hier auf 2:0 davon zu ziehen. 5 Minuten abschreiben würde ich die Müllis noch nicht. Es ist natürlich jetzt ein ganz dickes Brett, das aufzuholen. Gnadenlos effektiv die Berliner. Das wäre wirklich schade. Jetzt gibt es nochmal die Unterstützung von den Rängen. Das ist Toko, der den Ball jetzt wieder gewinnt. Sich da gut durchsetzt mit dem Schuss, aber dann ist auch wieder Philipp Schenkenberger, der Keeper der Berliner, da. Block wird etwas verändert. Luca Lammersieg von Holzhausen ist jetzt für René Freimuth, der gestern schon angeschlagen war, zweites Spiel gar nicht mit bestritten hat. Ah, die dürfen jetzt nicht den Torwart attackieren. Da ist wieder Toko. Und dann der Freistoßpfiff. Sie dürfen jetzt nicht wilde Sau spielen im Defensivspiel. Müssen bei ihrem Konzept bleiben, müssen geduldig bleiben. Es sind immer noch 2 Tore möglich. Wir haben noch 3 Minuten 40 auf der Uhr. Das ist im Hallenfußball ewig lange Zeit. Und wir helfen mal ein bisschen. Jetzt Toko. Spiel wird laufen gelassen. Das ist wieder Toko, der den Ball jetzt mal zur Mitte bringen muss. Ha, und dann braucht Lammersieg ein bisschen lange. Und dann gerettet auf der Linie von Philipp Schenkenberger zur Ecke. Wieder eine große Möglichkeit. Jetzt gibt's Ecke. Jetzt muss aber auch die Zahl angehalten werden vom Schiedsrichter, wenn er da Ermahnungen ausspricht. Jetzt wird nochmal gewechselt. So, jetzt. Das ist der Block, der es richten soll, die letzten 2 Minuten 40 Sekunden. Das ist möglich. Es muss jetzt langsam der Treffer fallen, dann wieder ein Berliner Bein dazwischen. Jetzt die Chance, 3 gegen 1, jetzt die Chance. Nein, wieder auf der Linie gerettet, das gibt's doch gar nicht. Lukas Hartmann. Und dann wird der Ball auf der Linie weggegrätscht. Sie haben aber auch jetzt wirklich Riesenpech. Zweimal Aluminium. Zweimal auf der Linie geklärt. Es ist doch zum Verrücktwerden. Oh, ist das bitter. Sie hätten es sich so verdient. Und es wäre so viel drin. Jetzt nochmal der Abschluss. Wieder ein Bein dazwischen. Berlin muss hier mit Mann und Maus verteidigen, um gegen die Müllis zu bestehen. Das sagt alles aus. Weiterhin ein ganz, ganz, ganz klares Chancenplus für die Müllis. Jetzt aber der Fehlpass von Bobe zum Bernasser. Kann sich auszeichnen. Nachschuss über das Tor. Nochmal Abschluss. Wir haben 1:45. Das Tor muss jetzt irgendwann innerhalb dieser 45 Sekunden fallen, damit dann noch 60 Sekunden bleiben. Für den Ausgleich. Jetzt vielleicht nochmal die Chance. Nein, da ist wieder Schenkenberger. Die Müllis bleiben am Ball. 1:28 noch auf der Uhr. Jetzt der Ballverlust, aber Bischof passt auf. Da ist Hartmann. Jetzt die Berliner. Gehen wieder auf das Tor. Berner ist da. Muss den Ball jetzt ganz schnell nach vorne bringen. Wir gehen in die letzte Minute. 60 Sekunden sind noch Zeit. Jungs, das ist zu schaffen. Jetzt der Treffer, aber Hartmann stand er wieder an dem Fuß. Jetzt muss der Ball da wieder kommen. Die Zeit muss angehalten werden. Wir hatten 2 Bälle auf dem Feld. Ja, der Schiedsrichter, der pennt dann da auch. Das kann nicht sein. Da sind jetzt locker 10 Sekunden verschwendet worden. Und die Schiris sind angehalten, in solchen Fällen in der Halle die Zeit anzuhalten. Jetzt wieder, der Ball ist weg. Kein Balljunge da. Jetzt sind wieder 2 Bälle auf dem Feld und die Zeit läuft wieder weiter. Es ist ja wahrscheinlich nicht spielentscheidend, aber es sind so diese kleinen Dinge,
Denn jetzt fällt die Entscheidung, die Mühlis haben aufgemacht. Max Molak mit dem 3:0. Oh Mann! Man kann trotzdem dieser Mühlen-Kaiserswahl nur gratulieren. Sie haben das Pech gehabt aufgrund der Spielplanung, dass sie in der Gruppe 2 in meinen Augen auf die stärkste Gruppe getroffen sind. Selbst der Gruppendritte war mit Hertha da richtig brutal stark besetzt. Ein Gegner aus der Gruppe 3 oder 4 wäre bei weitem nicht so schwer gewesen für die Mühlis. Und auch hier war was drin. Man kann den Jungs so gratulieren, dem Trainerteam gratulieren. Ein riesen Auftritt der Mühlen-Kaiserswahl. Schade, dass wir uns jetzt schon verabschieden müssen. Und das Spiel ist aus. Berlin gewinnt mit 3:0 gegen die Mühlen-Kaiserswahl.